Willkommen zum Vortrag Keine toten Katzenbabys mehr. Den Titel habe ich mir netterweise von David geliehen, der das ja in den letzten Jahren in der Joomla-Community mehr oder weniger geprägt hat. Worum geht es in dem Vortrag? Schlimme Praktiken zu vermeiden, besseren Code zu schreiben und weniger Fehler zu machen. Erstmal kurz eine kleine Vorwarnung, ein kleiner Disclaimer. Wer Katzen mag, für den ist der Vortrag eventuell nicht geeignet. Wer gerade gegessen hat, vielleicht auch nicht. Wer ist denn hier im Raum Entwickler? Doch so viele. Wer kennt sich mit Clean Code aus hier im Raum? Ja, immer noch sehr viele, okay. Wer hat schon mal einen Unit-Test geschrieben hier im Raum? Auch so viele. Wer hat schon mal einen Unit-Test für Joomla geschrieben? Okay, Christiane, willkommen. So, also, fangen wir mal an. Reden wir über das Hauptproblem, was sich bei Projekten mit der Zeit einschlägt. Technische Schuld. Wenn wir uns ein Projekt anschauen, dann fängt das immer gut an. Leute sind motiviert, man kann schnell Code erstellen. Aber im Laufe der Zeit wird der Aufwand, um Änderungen einzupflegen, immer größer. Warum ist das so? Wir haben kein Refactoring, wir benutzen Shortcuts, wir hacken einfach mal irgendwas rein, wir haben es eilig, keiner bezahlt uns, wir haben keinen Bock, der Kunde ist blöd. Was auch immer, kann man unendlich fortsetzen. Wir kopieren Code. Tja, es gibt da so eine schöne Grafik. Dieses schöne Viereck der Ignoranz. Also einmal aus Rücksichtslosigkeit, wir haben keine Zeit, wir müssen es ausliefern und müssen mit den Ergebnissen leben. Oder wir haben keine Ahnung, einfach gesagt. Ausreden für schlechten Code gibt es immer. Das ist das Ergebnis. Und darum geht es hier. Das ist noch eins der milderen Bilder. Wie gesagt, wenn jemand Magenprobleme hat, noch hat er Zeit, hier rauszugehen. Tja, woran kennt man zu viel technische Schuld? Wenn man ein Projekt gemacht hat, was älter ist oder auch noch am besten übernommen ist, der wird schnell feststellen, das macht keinen Spaß mehr. Jede kleine Änderung, die man macht, kann man Tage mit verbringen. Wo man früher eine Stunde mit verbracht hat, braucht jetzt eine Woche. Warum? Weil wir im Laufe der Zeit so viel Last angesammelt haben, so viele technische Schuld, dass auch kleinste Änderungen an anderen Stellen wieder zu riesigen Problemen führen. Schauen wir uns mal 5 passende Beispiele dazu an. Ist sie nicht süß? Schauen wir uns mal ein Beispiel zum Thema Lesbarkeit von Code an. Oder 2. Wie wir sehen, handelt es sich hier um, wer kennt's? Was ist das in Joomla? Ein Plugin, ja. Also das, was Victor gerade erzählt hat. On Content Prepare. Und die erste Zeile, womit wir hier anfangen, ist, wir haben hier ein Return am Ende. Das heißt, dieses Return kann man ohne Probleme gerade in so einem Block von Code direkt überlesen. Schauen wir uns noch ein Beispiel an. Und ich habe es noch umgebrochen, damit das hier drauf geht. Why matches each this matches for each? Also das fand ich auch besonders gut. Sehr schön. Also, Lesbarkeit. Geben wir ihm mal 3 von x toten Katzenbabys. Danke, Guido, für deinen Beitrag. Warum ist Lesbarkeit so wichtig? Weil es um Kommunikation geht. Code ist immer auch eine Kommunikation. Wir reden damit nicht nur mit Software, wir reden damit mit anderen Leuten, aber auch mit uns selber. Wenn wir im Jahr unseren eigenen Code wieder ansehen und uns stundenlang wundern müssen, was wir denn da gemacht haben, dann sollte man sich überlegen, wie sehr woran das liegt. Konsistenz ist wichtig. Durchgehend einheitliches Bild. Code, der von Anfang an nach Mist aussieht, den packt man auch nicht wieder gerne an.
Und wir haben klare Regeln für Entwickler und erkennen Fehler früher. Also Rating 3 von 5. Schauen wir uns noch ein paar andere Probleme an. Testbarkeit. Auch wieder ein Beispiel von unserem lieben Guido. Ich habe mal den Anfang lesbar hier hingeschrieben. Das sieht ja noch okay aus. Nur dann geht das so weiter und ich müsste noch 20 andere Folien mit befüllen, nur um eine Methode zu zeigen. Wer hat eine ungefähre Vorstellung allein von dem, was er hier sieht, wie viele Tests man dafür schreiben müsste? Ich kann mal runterscrollen, aber was man da sieht, und das geht noch 400 Zeilen so weiter in einer Methode. 400. Ja, ist nicht testbar. Man könnte versuchen, viel zu mocken, viel zu machen. Auf jeden Fall. Du könntest vielleicht mit unter 5000 Tests klarkommen. Ja, vielleicht. Das ist doch eine gute Zahl. Ja. Also geben wir ein Rating von 6 Katzenbabys. Süßen Katzenbabys. Süßen, knuddeligen Katzenbabys, die du umgebracht hast. Also, eine Methode sollte nicht länger als der Bildschirm sein. Man kann auch sagen, eine Methode sollte so kurz wie möglich sein. Es gab mal so eine grobe Zahl, das waren so ungefähr 30 Zeilen. Wir haben jetzt 4K-Monitore, die immer länger werden. Das ist natürlich dann ein Nachteil. Woran erkennt man, dass eine Methode zu lang ist? Man hat keine Ahnung mehr, wie man diese testen soll. Das Problem damit ist, mit jedem If, in dem If und in dem anderen If, kann man nämlich zusätzlich nochmal verschiedene Fälle testen. Und bei einem standardklassischen Unit-Test steigen die Möglichkeiten von Tests exponentiell an, umso mehr Verzweigungen, umso mehr Komplexität man dran hat. Sogar schon mit einem If, Else, If, Else kann man relativ viele Fälle produzieren. Wenn man dann noch anfängt, If immer mehr ineinander zu verschachteln, dann kann man viel Spaß damit haben. Und wenn man das per Hand testen will, lieber Guido, ich weiß nicht, wie du das je gemacht hast. Ja. Oder ob du eine Woche alle möglichen Kombinationen per Hand durchgetestet hast. Ein weiterer Nachteil davon ist, dass wir den Code nicht wiederverwenden können. Dann kann man einmal schreiben, wenn man den irgendwo anders haben will, das wird so nichts. Schauen wir uns mal Magic Numbers an. Der nette Beitrag von jemand anderem. Also wir haben hier params get allPicks und allPicks random. Und dann haben wir hier eine 2 stehen und hier eine 1. 2 was? Äpfel, Birnen, tote Bilder, tote Katzen. Vögel. Und andere Dinge. Geben wir ihm mal ein süßes Rating von 3 süßeren Katzenbabys. Es ist mindestens genauso schlimm wie viele andere Dinge. Code sollte sich selbst erklären. Wenn man nicht weiß, wofür eine Zahl steht, es ist 42. 42 ist immer gut, ist die beste Magic Number von allen. Die Lösung dafür ist natürlich, wir definieren eine Konstante mit einem einprägsamen Namen und weisen deren Wert zu. Und das können wir dann überall im Plugin auch verwenden und damit nachvollziehen, worum es geht. Das war nicht Victor, das war Anonymous. Dann wieder ein schönes Beispiel von Guido. Das fand ich auch sehr gut. Nicht nur, dass wir Unmengen Inline-PHP haben. Wir haben auch einen schönen If, in dem ein Div ausgegeben wird als HTML-Kommentar. Als HTML-Kommentar, das steht dann im Quellcode, aber kann man so machen, ist dann schön. Kann man so machen, ist dann schön. Geben wir ihm mal ganz viele süße Katzenbabys.
Also, wofür, warum wollen wir keinen unbenutzten oder kommentierten Code? Also unbenutzter Code, unbenutzte Methoden sollten genauso rausfliegen. Zum einen, wir haben Versionskontrollsoftware heutzutage, wo man nachschauen kann, was mal früher drin stand. Also wenn man wirklich nochmal auf irgendwas Altes zurückgreifen will, kann man einfach in Git oder Subversion, was auch immer ihr benutzt, nachschauen. Ein weiterer Nachteil davon ist, es erschwert die Lesbarkeit massiv. Gerade wenn 1000 Codeblöcke einkommentiert dastehen, das macht keinen Spaß zu lesen. Es gibt ein kleines schönes Tool, komme ich auch später nochmal drauf, das ist der PHP-Messdetektor, der zeigt einem auch unbenutzten Code in der Software. Übrigens bei den Joomla Code Style Regeln, die es so gibt, gibt es ja die Regel, dass der erste Buchstabe in einem Kommentar groß sein muss. Das ist einer der Hauptgründe dafür, weil dann fällt schneller auf, wenn Code kommentiert wurde. Das ist schlau. Ja. Wieder was gelernt. Deshalb fangen ja auch alle Funktionen mit Großbuchstaben an. Also, kommen wir zu was anderem Schönes. Schön. Copy und Paste. Copy und Paste, ich habe es jetzt einfach, damit nicht wieder 1000 Zeilen gefüllt sind, einfach dargestellt. Wenn man sich ständig wiederholt und eigentlich immer dasselbe tut, mit kleinen Abweichungen, dann wäre es mal Zeit für eine Methode oder Ähnliches. Was häufig passiert, was man auch in vielen Projekten ständig sieht, ist duplizierter Code in Massen. Das führt natürlich dazu, dass wieder ein paar Katzenbabys traurig euch anschauen und dabei sterben. Also, ganz wichtig, Katzenbaby stirbt. Warum ist Copy and Paste schlecht? Wir müssen dann, wenn wir etwas ändern, es an vielen Stellen ändern. Es bläht den Code auf ohne Ende. Und häufig kopiert man Code, der eigentlich für den Fall gar nicht passt. Man denkt, man kopiert das, schreibt ein klein bisschen um und dann ist das so, obwohl es technisch viel bessere Lösungen vielleicht geben würde. Man sollte sich über seinen Code, den man schreibt, Gedanken machen. Und Copy and Paste verhindert das Gedanken machen. Es gibt so ein kleines schönes Tool, das ist der PHP Copy-Paste-Detektor. Der ist ganz einfach auszuführen, kann man mit Composer installieren. Und der hat nicht mal Parameter, den muss man nur aufs aktuelle Verzeichnis ausführen. Und man sieht dann gleich, wie viel Prozent des Projekts aus duplizierten Code bestehen. Tja, 5 Probleme. Was ist die Lösung? Clean Code. Einer der Vorreiter von Clean Code war Robert C. Martin. Von dem stammt der berühmte Spruch, it is not enough for the code to work. Also es ist nicht genug, dass der Code nur funktioniert. Weil irgendwas Funktionierendes kann jeder hinhacken. Das kann selbst der Student, der gerade mal einen Tag lang einen Programmierkurs hatte. Das Problem ist die technische Schuld. Im Laufe der Zeit wird es sich immer weiter rächen. Wie können wir jetzt technische Schuld vermeiden? Refactoring von Anfang an. Von Anfang an schauen, dass unser Code nicht überlaufen wird. Dass wenn wir den Code anpacken, dass wir auch gleichzeitig nicht nur schauen, wie kriegen wir die neue Funktionalität rein, sondern wie können wir es dabei gleich mit verbessern. Wir können Tests und Test-Driven Development benutzen. Und es geht vor allem um Philosophie. Clean Code ist eine Einstellung. Wenn ich keinen Bock auf das Projekt habe, keinen Bock auf den Kunden habe, dann werde ich mir auch keine Mühe geben. Also, habt Lust, was Schönes zu schreiben. Selbst wenn es am Anfang nach mehr Arbeit aussieht, am Ende spart man sich so viel Zeit. Und spätestens nach 1 Jahr, 2 Jahren, wenn ein Projekt läuft, wird man es sonst bereuen. Klare Abhängigkeiten. Klare Abhängigkeiten. Wer hier im Raum weiß, was damit gemeint ist überhaupt, mit diesem schönen Wort, klare Abhängigkeiten? 2? Na gut, Nils hebt seine Hand nicht hoch, aber gut. Ich wollte jetzt nicht auffallen. Was wäre denn so eine Abhängigkeit, die in Joomla häufig im Weg steht? JFactory. Genau. JFactory kommt in fast jeder Methode vor. Und das Problem ist,
dann Tests zu schreiben mit JFactory macht einfach keinen Spaß mehr. Wenn man einen Test schreiben will, einen Unit-Test schreiben will gegen Joomla, hat man viel Arbeit. Man ist am Ende mehr am Mocken, als dass man am Test schreiben ist, teilweise. Und das ist das Traurige am jetzigen Zustand. Was dagegen helfen würde, wäre zum Beispiel Dependency Injection, Decoupling von den einzelnen Komponenten. Also man müsste eigentlich relativ viel von dem jetzigen Chaos befreien. Was noch wichtig ist, die Abhängigkeiten sollten nicht im Konstruktor erzeugt werden, nicht in den Methoden erzeugt werden, sondern im Konstruktor. Übergeben werden, ja, besser formuliert. Ja. Und dann haben wir noch so ein schönes Wort, Single Responsibility. Wer kann sich unter dem Wort was vorstellen? Oh. Nee, no, Peter? Okay, Single Responsibility. Sagt man ganz einfach zu, eine Klasse soll genau eine Aufgabe übernehmen. Das heißt, sie soll nicht 100 übernehmen. Also wir wollen kein Gott-Objekt basteln und wir wollen nicht alles zusammenschmeißen, was wir leider häufig tun. Wir haben so einige Gott-Objekte auch in Joomla. Einfach, Single Responsibility, eine Klasse, eine Aufgabe, nicht mehr. Es gibt dafür, wenn man ein neues Projekt startet, kann man auch mit verschiedenen Herangehensweisen es versuchen, am Anfang konsequent besser zu gestalten. Am bekanntesten ist dafür sicher Test-Driven Development. Wer hier im Raum hat schon mal Test-Driven entwickelt? Ja, immerhin 4, das ist schon mal ein ganz guter Schnitt, so 10%. Test-Driven Development meint, wie der Name sagt, Test for Code. Das heißt, wir überlegen uns zuerst den Test und dann die Implementierung davon. Das hat den Vorteil, wir müssen länger darüber nachdenken, was wir eigentlich schreiben wollen, wie wir das Ganze simpel halten können. Und wir schreiben die Dokumentation teilweise schon mit, bevor der Code dann entsteht. Nämlich ein Test ist immer auch eine Art Dokumentation. Entwicklung anhand von Business-Erfahrung. Welcher der beiden ist damit wohl gemeint? Also, es gibt ja noch, hier stehen zwei, einmal TDD und einmal BDD, Behavior-Driven Development. Behavior-Driven Development versucht mehr, den Geschäftszweck, das Geschäft mit einzubeziehen. Typische Formen für den Anfang sind davon Gherkin. Gherkin wird sehr gerne benutzt, um klare Aufgaben, klare Pflichten zu beschreiben. Und das in einer Sprache, die jeder versteht, die nicht nur Entwickler verstehen. Also, wer daran mal Interesse hat, unser Google Summer of Code Project hat immer mit Gherkin angefangen und darauf aufbauend zum Beispiel Tests geschrieben. Es hat den großen Vorteil, wir haben unabhängig definierte, klare Reihenfolgen. Wenn etwas so ist, dann passiert das, das und das. Und es hat den Vorteil, jeder kann das verstehen. Jeder kann verstehen, was für eine Funktionalität unser Produkt haben soll. Automated Testing, hatte ich gestern schon mal was drüber erzählt. Immer ein Wort wert. Worum geht es in Automated Testing? Wir haben so viele Probleme gesehen, mögliche Probleme. Können wir tagelang drüber reden. Können wir ganz viele tote Katzenbabys uns ansehen. Projekte, die von Anfang an Automated Testing durchsetzen, haben den Vorteil, man muss es nicht jedes Mal manuell machen. Man hat von Anfang an ein Sicherheitsnetz um das Produkt drumherum. Deswegen empfiehlt sich sowas auch direkt von Anfang an mit einzuplanen. Also, es geht darum, wiederholbar Probleme für jede Änderung erkennen und es spart Geld und Zeit. Beispielsoftware, die es dafür gibt, wäre zum Beispiel Travis, Jenkins oder Drone. GitLab. Ich habe jetzt mal die genannt, die in Joomla momentan Verwendung finden. Das ist, Travis funktioniert so, wir haben eine klar definierte Shell-Datei, in dem vorgegeben wird,
was wir machen wollen, wie wir Tests ausführen wollen, wo wir dann für jede Pull-Request ein eigenes Linux-Image aufsetzen, indem wir dann die Tests ausführen. Jedes Mal auf einer neuen Installation. Also die laufen jedes Mal von neuem. Und das ohne, dass wir das per Hand auf unserem Rechner für jeden Pull-Request oder für jeden Change machen müssen. Großer Vorteil, sich mit sowas zu beschäftigen. Ich habe gestern einiges dazu erzählt. Wer Interesse hat, kann sich einfach nochmal auf YouTube das Video ansehen. 1000 weitere Dinge. 1000 weitere Dinge. Also, es gibt ganz, ganz viele, das ist ungefähr seit 20 Jahren, 30 Jahren in der IT ein Thema. Im Laufe der Jahre haben sich da ganz verschiedene Spezialisierungen, Schemas, Ideen drauf entwickelt. Hier sind nur mal ein paar gemischt aufgeführt. Könnte man Jahre drüber reden, man soll es einfach halten, man soll sich nicht wiederholen. Clean Code Developer, es gibt auch eine gute deutsche Seite dazu, einfach mal googeln. Da gibt es tausende an Texten, tausende an Tipps und ähnliches. Ja, dann Call for Volunteers. Ja, wir suchen bei Joomla immer nach Leuten, die das CMS besser machen wollen. Wir haben hier so einige, die es schon besser gemacht haben, unter uns sitzen. Einige, die es demnächst noch viel besser machen werden. Ja, das war's. Das war der theoretische Teil. Wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, zeige ich mal, wie man Guidos Code in PHP Storm ein wenig refactoren könnte. Das wäre cool. Ja, aber erst mal Fragen. Keine Fragen, okay. Demo, okay. Ah, ja. Und zwar, weil du ja vorhin über Manager Factory gesprochen hast. Ist irgendwie irgendetwas eigentlich in Planung, das mal, sag ich mal, den Port etwas zu befreien von diesen Aufrufen oder auch irgendwie das ist. Das ist in Planung für Joomla 4, das ist in Planung für Joomla X. Also das ist nicht so, als wäre das nicht schon seit langem ein schönes, schönes Ziel. Nur das ohne große Brüche zu machen, ist die Herausforderung. Lass es mich so formulieren. Ich habe schon eigentlich von 2.5 auf 3 vorgesehen, das zu machen. Aber es hat sich gezeigt, dass die Abhängigkeiten ja eben doch zu haarig sind, dass man das nicht so einfach hinkriegt. Und ja, das ist fehlt vielleicht noch an der zündenden Idee, wie man das hinkriegt, ohne alles kaputt zu machen. Weil das Ding ist so der Knoten, diese Haarball, um beim Katzenbild zu bleiben, wo alles so verfilzt ist, dass man da kaum mehr rauskommt. Ja, man hätte das von Anfang an gar nicht erst machen dürfen, aber wir haben es nun mal. Nicht umsonst die Zingel ins Böse. Hier sieht man warum. Nein, also Dependency-Injection ist im Prinzip da. Das Framework von Joomla hat auch einen Container, der auch sehr gut funktioniert. Und nach und nach wird er auch eingebaut, um dann JFactory zu ersetzen. Aber bis wir das deprecaten können, das dauert noch eine ganze Weile, würde ich sagen. Ja, aber er ist ja im Prinzip, soweit ich mitbekommen habe, also ich habe bis jetzt keine Stelle gefunden, wo er eigentlich schon verwendet wird. Ja, oder sein Projekt runter. Der Container? Ja, dann machen wir das auf deinem Laptop. Gibt es da schon irgendwas? Ich habe jetzt Storm in einem. Ich habe zumindest Rohversion gesehen. Das dauert 10 Minuten jetzt. Wie weit das jetzt mit meinem Minuten. Ich glaube, ich muss das noch nicht so einfach. Wir brauchen deinen Laptop. Muss das könnte ich. Ich habe eine zu niedrige Auflösung hier gerade wegen dem Beamer. Laptop, ja. Du hältst ein Lobes. Ja. Sorry. Ja. Der David beglückt uns dann noch gleich mit einer Live-Verführung, wie man sein Plugin hier refactoren will. Welches denn? Ich hatte das von CSV. So, das Content. Ich clone das doch einfach. Nee, das Problem auf meinem Laptop ist, die Auflösung ist zu niedrig, da würde man nichts sehen können.
Ich kann mal kurz zeigen, wie PHP Copy-Paste-Detektor aussehen würde. Also wenn ihr das Projekt global installiert habt, ist eigentlich der Befehl am Ende nur noch den Programmaufruf und das Verzeichnis, wo nach kopierten Dateien gesucht werden soll. Und dann sehen wir, wir haben hier so eine Quote von 5% an dupliziertem Code im Guidos Plugin. Ja, alles in den Templates. Das ist akzeptabel. Was heute ist 50%, ne? Das ist alles kopiert. Das ist immer so die ungeplante Sache, was vorzufinden. So, sehr schön. Ja, nicht sehr schön, um ehrlich zu sein. Nee, du hast kein Spektrum, keine Ahnung. Was brauchst du denn? Ich will die Schrift ein bisschen größer stellen. Kann man das hinten lesen? Man hat vielleicht hellen Hintergrund. Können wir auch machen, ja, beim Beamer nie verkehrt. Ja, siehst du. Das habe ich vorhin gemeint. Ruhig. Ich hab trotzdem Default. Also es gibt nur zwei Sorten von Entwicklern. Ja, die das habe ich heute auch. Hintergrund benutzen und die es nicht tun. Ja, das habe ich auch immer im Sorten. Ich muss das kurz kopieren, weil sonst kann ich wieder den Mist nicht anpassen. So. Ich weine. So, kann man es auf der Größe lesen? Auch hinten? Auch ein Marco? Kannst du auch kleiner machen. Ich kann das gar nicht lesen. Das ist auf Mac alt. Machen wir doppelt. Ja. Schauen wir uns mal hier dieses schöne Plugin an. Und ich hatte eben Code gezeigt. Oh, das ist genauso schlimm, aber. fangen wir einen schon rein. Oben drüber. Oben drüber? Ja. Nee, ich glaube, ehrlich gesagt, es ist egal, wo du anfängst. Doch, weiß nicht, ich hatte nicht die Funktion Patterns gezeigt. Doch, irgendwas mit... Ach, du hast Fn-Tasten nicht umgetrennt. Und Content Prepare hatte ich am Anfang, aber dann hatte ich seine größte Methode und das war Validate Fields irgendwas. Das ist noch Validate Fields. Oh, das ist schön, dann hätte ich doch das andere Projekt nehmen können, habe das falsche ausgesucht. Ja. Also, hier ist auch genug. Hier ist auch genug. Fangen wir mal einfach an. Was sollte man hier so Schönes machen? Wer hat Vorschläge? Ja, erstmal gucken, was so passiert. Also den ersten Fehler, den man schon sieht, ist hier, wir machen db jfactory get dbo. dbo ist auch falsch geschrieben, aber eine Klein- und Großschreibung ist egal. Was hier schlecht ist, man kann über sysdb immer auf die Datenbank zugreifen, ohne dass du dir nochmals db-Object holen musst. Im Plugin hast du sysdb, damit hast du den Zugriff auf die db. Das habe ich nicht in meinem Folien gehabt. Das ist das Erste, was wir machen sollen. Was machst du hier Schönes? Ah, okay. Gut. Okay, hier haben wir dann Array. Zurücktaste. Nee. Check Cache. Jo. Also das hier ist einfach, denke ich. Fängt schon mal daran an, dass da keine Klammer ist und das einseitig ist. Aber der Dev2 hat das nicht mehr drinnen. Haben wir jetzt einen alten Zweig? Okay. Das ist noch der Master. Ja. Ich weiß nicht, man kann so viel dazu sagen, das sind so viele tolle Katzen, Baby. Ich weiß nicht, wo man anfangen soll, aber... Irgendwo. Schauen wir mal. Hier, dass wir dieses Query... Das ist ja ab hier beginnt. Warum hast du dann Array? Warum kommt das hier da drin? Das ist der JFirebug. Ja, das war zum Debuggen. Das ist schön. So, wir können uns. Zum Debuggen?
Ja. Was ist das denn? Ist noch alt. So, jetzt können wir das uns in PHP Storm. Wir bringen das Query meine eigene Methode. Ja, warte. So, also, wir können das Query meine eigene Methode bringen. Wird zwar auch nicht viel schöner, wenn ich mir so die Parameter anschaue. Ja, hatte ich ja gerade markiert. So, was wir jetzt machen können, dafür ist PHP Storm ganz praktisch. Wir können entweder einen Shortcut benutzen. Unter Mac ist das Command LM für Extract Method. Oder wir klicken hier rechts drauf, gehen auf Source Refactor, irgend sowas. Ich mache das nie ohne Shortcuts. Hier Refactor, Extract und können das in eine Methode extrahieren. Hier können wir dann einen sinnvollen Methodennamen übergeben. Töte Katzen. Töte Katzenbabys, ja. Wiederbelebungsmaßnahmen. Ja, dazu müsste man jetzt, um ihn richtig benennen zu können, überhaupt verstehen, was das lesen soll. So, du machst ein Select, du willst die File-Time und die ID von einer Tabelle. Und auf was filterst du das? Okay, nennen wir es mal. Du musst wissen, was das Ding macht. Das Ding liest CSV-Dateien ein, legt die Werte in der Tabelle ab. Und das ist dazu da, um zu prüfen, ob die Werte in der Tabelle sind oder ob sie aus der CSV nochmal neu eingelesen werden müssen. Also get cached file time. Oder CSV ist auch gut, ja. Also nennen wir es mal get CSV file time. Ich glaube, da hilft nicht mehr viel. Die sind alle ersoffen, die Katzenbabys. Aber ja, wobei cached hier besser ist, weil du nicht die file time von einem CSV-Datei hast. Ja, das stimmt auch wieder. Cached ist klarer. Hat es irgendeinen Grund, dass du das aus der Datenbank holst und dir nicht die Datei anschaust? Ja, weil ich eine Suchplugin dazu habe und in die Suche. Auf die File-Time. D noch. Cache. Ja. Cache-File-Time. So, jetzt sehen wir, wir haben hier diverse Parameter. DB könnten wir eigentlich schon wieder abwählen, weil wir es nicht brauchen. Das wäre jetzt wieder was, was man löschen könnte. Wir haben die Parameter, die für das Query gebraucht werden müssen. Zumindest hat der Guido hier ja mal SQL-Injections ein wenig verhindert. Zumindest hat er DBQuote verwendet. Man muss das ja auch schon mal lobend erwähnen, die positiven Sachen, die man hier sieht. Und dann haben wir die zwei anderen Parameter. Und was das Ganze zurückgeben soll, ist das Ergebnis, also hier das, was wir gerade markiert haben, das Result. Also, ich klicke mal auf Refactor. Und was dann passiert ist, der schreibt das automatisch um. Wir haben jetzt ein Result mit ist gleich sys get cached file time als Parameter db. Das können wir noch entfernen. Und wenn wir uns das dann anschauen, dann können wir das noch ein bisschen schöner machen. Der PHP-Doc ist auch eine Katastrophe, natürlich. Und wir haben so db so oft. Mac-Shortcuts. Ja, wobei ich den eigentlich drin gelassen hätte, den Parameter. Den DB-Parameter? Ja. Wir haben doch sysdb im Plugin. Wir haben doch. Ja, und, warum willst du es nochmal übergeben? Weil du unter Umständen in einem weiteren Refactoring-Schritt diese Methode in eine eigene Klasse auslagerst. Ja, dann natürlich. Und dann wäre es nicht verkehrt. Dass du den Datenbankobjekt übergeben kannst. Aber dann oder du kannst für Testing ein Datenbankobjekt injecten. Ja, das kannst du, wenn du ja gut, dann müsstest du das jetzt im Konstruktor injecten, dann müsstest du sysdb injecten. Allgemein. Ja, also es ist vieles einfacher, wenn die Parameter. Kann man immer noch dann ändern halt. Kann man immer noch ändern. Ja, ja, noch so, ja, das war das genau das Richtige, was man ersetzen sollte. Was zum Teufel. Man sollte den Code markieren, wo man was drin ersetzen will. Also fangen wir es nochmal an. Command Shift R. Wir wollen ersetzen DB gegen SysDB. Schön, dass mir im Preview nichts findet. Und nicht, dass wir hier Stopp, ich habe Replace in Pass gemacht. Das ist immer gut. Regular Expression ist ja egal. Wir haben keine Regex. Regex müsste anders anlaufen. Wenn du DB suchst, dann geht es schon schief. Du hast einen Dollar drin. Dollar drin, ja. Aber wir, hier haben wir es nicht an. Das war find in pass und nicht find in file. Und dann können wir jetzt hier replace all machen. Dann haben wir den Teil schon mal ein bisschen
schöner gemacht. Was hier komplett fehlt, David hat sicher die Code Styles. Ja, ich denke, geh mal davon aus, was hat er denn extended? Das kennt er nicht. Ja, wie viel so findet er denn die nicht? Das heißt wahrscheinlich außerhalb von Nee. Nee, das ist nicht der Grund. Manche Projekte sind wir denn auch. Ja, die Probleme beginnen hier, glaube ich, woanders. Also SysDB gibt es auf jeden Fall. Also muss er das auch finden. Nee, wir erweitern ja hier hoffentlich J-Plugin. Und J-Plugin stellt. Ach, okay. Wir haben natürlich die Joomla-Sourcen eingebunden. Genau. Was übrigens sehr praktisch wäre, das könnte man hier unten als externe Library im Library Pass angeben. Dann würde SysDB auch gehen. Ja, das sollte man auch tun. Okay. Das sollte man auf jeden Fall tun. Auch einen Interpreter sollte man angeben. Kommt ganz darauf an, wie viel Lebenszeit man so verschwenden will. Ja, was hier noch ganz schön wäre, wäre den Code-Style zu formatieren. Mal sehen, ob David die rechten Regeln hat. Und das geht mit Command-Alt-L. Alternativ Rechtsklick, Refactor. Nee, stopp. Nee, das ist unter Code. Da sieht man das. Code. Ja, Rechtsklick gibt es das. Ernsthaft? Also es ist Command-Alt-L, es ist besser, wenn man sich die Shortcuts merkt. So, dann bräuchten wir noch einen guten Doc-Comment. DB ist raus. Ja, DB ist raus. Guter Einwand. Command. Tja, dann haben wir das hier, wo wir mal vermuten würden, es wäre ein Integer. Ja, und was auch immer das sein soll. Was ist, damit du weißt, was eine Category-ID zu sein. Ich glaube nicht. Content-ID. Also in der Interpretation. Content-ID. Siehst du Content-ID richtig geraten? So, und das Problem an Joomla Code Styles ist, sie machen so viel Spaß, weil man immer am längsten einrücken muss. Das macht er auch automatisch. Sting ist gut, besser als sonst was. Gibt zumindest schon mal einen Hinweis. Was ist schon mal ein Hinweis. Sehr. Oh, das hier zu formatieren macht einfach keinen Spaß. Oh, doch. Filename of the CSV oder sowas wahrscheinlich. Ja. Ja. Und was soll das Template Schönes sein? Für die Ausgabe. Output Template Name. No. So, was wir nach neuerdings in Joomla immer brauchen, für eigene Sachen nicht unbedingt, ist es ein schönes Synth-Tag. Und damit haben wir ein kleines Katzenbaby weniger getötet. Aber ich glaube, bis wir Guidos Plugin ja komplett refactored hätten, dann würden wir bis morgen früh hier drin sitzen. Ja, ich habe da eine Stelle gesehen, die ganz schlimm war. Da ja? War dreimal FFB hintereinander. Das schon mal gar nicht. Das FFB ist nicht relevant. Doch, es ist im Code, also es ist relevant. Nicht mehr. Es steht im Code, du meinst also diesen schönen relevant. Teil hier? Das ist natürlich sehr schön. Ja, das ist wirklich schön, ja, sehr schön. Der variable Name FB ist natürlich auch schon sehr schön. Klasse, wenn du gleichzeitig bei Facebook drin bist. Ja, eben, ich wundere mich auch die ganze Zeit, dass ich Facebook mache. Ja, ja. Ja. Was ist denn das Facebook? Vor allen Dingen, das wird ja für vorher und das ist FB als Google. Ja. Also, ein sinnvoller Refactoring-Schritt wäre hier jetzt, auch wenn FB nicht mehr relevant ist, aber dieses SysFB umzubenennen in Firebug. Ja, man weiß, dass das nicht Facebook ist. Kann man hier auch wieder machen mit Refactor, Rename, das ist egal. Wenn ich es hier umbenenne. Ja, FirePHP, du hast natürlich recht. Dann wird das überall, wo es schon war. Ja, okay. Wir können lange suchen. Das ist aber von der Classifier PHP so gegeben. Ich habe mal Command-Alt-L gedrückt, David hat die Regeln, glaube ich, nicht ganz drin. Hätte man die Joomla-Regeln drin, hätte er nämlich hier noch ein Leerzeichen vor einfügen müssen. Außer er hat es aufgegeben. Mit Command-Alt-L, also Reformat Code, wie wir gerade herausgefunden haben, verbirgt sich das hier oben drin, kann man zumindest den Code schon mal formatieren lassen, wenn man die Joomla-Regeln hat. Ich weiß nicht, ob David so eine Mischung aus hat, weil normalerweise hätte er hier auch noch Leerzeilen davor ausgedrückt. Ja, das müssen Tabs sein.
Tabs müssten es auch noch sein. Ja, ja, ich hasse Tabs, ich habe lieber Spaces, deswegen habe ich eine modifizierte Version. Das ist ja einer der wichtigen Tricks bei dieser ganzen Geschichte, dass der eigene Geschmack keine Rolle spielt. Ich hasse Tabs. Nein, es geht um Konsistenz, die ist nicht höher zu bewerten als eigene Geschmack. Ja. Kommt drauf an, wo man den Code, wenn man den Code zurück in den Core bringen will. Oder ja. Also ich habe die Joomla-Regeln installiert und wenn ich an einem Joomla-Projekt arbeite, ist es auch der Joomla-Regelsatz. Das ist mein Scheiß, dann will ich da keine Tabs drin. Richtig, so muss ich. Ja. Ich weiß nicht, was man da noch zu sagen soll. Ist FirePP eigentlich ein. Auch ein schönes Blatt, da stehen? Ja. Da, wo dieser Cursor steht, bei FirePP, ja. Zeile 188. Das sagt mir, dass FirePP eine gute Variable ist. Am besten ist, dass man hier ein Else macht, nur um dann if zu machen, wo man noch. Ich hab das doch mal gesehen. Ist FirePP eine gute Variable? Aber nur, wenn sie nicht definiert wurde. Moment, du machst dann in der nächsten Zeile ein. Auf FirePP, das heißt, es ist ein Objekt. Richtig. Wenn es nicht definiert ist, wenn das Plugin deaktiviert ist, ist es eine boolische Variable. Also du willst hier fragen, if not empty? Ja, ich würde sagen, wenn es nicht false ist. Es ist immer boolsch oder es ist uns auf. Es ist ja, du wir hören dann auch. Empty. Das ist, glaube ich, zu traurig. Aber nie so. Extract Variable, ich suche die ganze Zeit ein Beispiel für Extract Variable. Wenn du da empty reinmachst, dann klagt CodeSniffer darüber, dass das nicht spezifisch genug ist. Was ich mir ja wünschen würde, eine Referenzimplementierung von Guido für den nächsten Joomla Day. Was? Ja, das ist eine gute Idee. Doch, ich. Also, das ist ja nur ein Wunsch. Wünsch dir das mal, ja. Wünsch dir was? Ja. Ist immer noch nicht schön. Nee, das doch, ist auch nicht besser. Doch, bei, nee, aber ein bisschen besser. Aber ja, ich glaube, man sollte es neu schreiben. was noch ganz schön ist, ich suche die ganze Zeit nach einem Beispiel, ist, man kann Sachen wie diesen Mist hier, hardcoded strings, in eine Variable exportieren. Das würde gehen, indem wir wieder auf Refactor gehen, Extract und Variable. Und dann können wir das dann, Warnung, Sekunden, was auch immer. Ich bleibe mit Absicht auf Deutsch, was auch schon grausam genug ist. Und das würde ich anklicken, ganz wichtig. Und wir können Replace All Occurrence anklicken. Und dann haben wir hier eine Definition, eine klare Definition weiter oben. Verbrauchte Zeit in Sekunden. Und haben hier nicht doppelt diesen schönen Satz. Also auch das macht PHP Storm. Aber ich glaube, an Guidos Code scheitert es PHP Storm. Tut mir sehr leid. Ich habe mir Mühe gegeben. Das ist geil. Wir haben dich trotzdem alle sehr lieb. Ich danke dir sehr, dass du so viel beigetragen hast. Ein großes Dank an Guido. Einen großen Dank auch an David für seinen Laptop. An Tobias für seine hilfreichen Kommentare und alle anderen, die hier mitgewirkt haben an der Präsentation. That's it, wir haben keine Zeit mehr. Danke. Super.